Smarana, ihr Lieben, woran erkennt man das Lichtvolle? Hunderte von Anfragen habe ich bekommen, damit ich das mal erklären soll und so ein bisschen Licht in die Dunkelheit bringen sollte. Ja, ihr Lieben, es geht heute um das Vaterunser, es geht um Luzifer, es geht um Lady Gaia, es geht um Kartenlegen, um das Amen und um Samadhi. Ja, ganz, ganz wichtige spirituelle Themen. Und wir durchleuchten die zusammen, um herauszufinden, was ist lichtvoll und was ist nicht lichtvoll. Warum ist denn jetzt für viele Menschen Esoterik gefährlich? Also wenn man von Esoterik spricht, haben viele Menschen so eine Abwehrhaltung und sagen, oh nee, das ist alles, es ist schlecht und das ist, stimmt alles nicht. Und wir wollen also lieber nichts davon wissen. Das kommt daher, dass es viele Menschen, oder was heißt viele, dass es einige Menschen gibt, die Scharlatanerie betreiben, welche lichtvolle Dinge missbrauchen, um sie nicht lichtvoll zu machen. Und wie wir das erkennen können, das möchte ich heute aufklären. Es gibt Medien, die schreiben Dinge einfach ab und verwenden sie dann für ihre Zwecke. Die sagen dann einfach, ja, das habe ich gechannelt. Und dann glauben das aber die Menschen auch, die Anhänger, und sind da ganz Ohr und ganz gefangen und finden das so toll. Man muss also schon aufpassen und hinterfragen, ist dieses Gechannelte wirklich gechannelt oder ist es nur irgendwoher tatsächlich abgeschrieben? Es gibt ein Buch. Punkt, Punkt, Punkt. Ihr wisst, welches ich meine. Es fängt mit C an, wo vieles abgeschrieben wird und was tatsächlich überhaupt nicht lichtvoll ist. Ja, und sobald man also feststellt oder sobald man nur den kleinsten inneren Zweifel hat, sollte man für sich überprüfen, stimmt das denn? Also eine Recherche, eine Quellenforschung sollte man immer machen, immer. Auch über das, was ich sage. Ich bin auch nicht vollkommen, aber bitte bildet euch immer eure eigene Meinung, geht nach eurem Gefühl und überprüft das bei allen Medien, bei allen Menschen, die irgendwas behaupten und die das dann vielleicht noch für ihre eigenen Zwecke verwenden. Manchmal merkt man das gar nicht. Es gibt Channelings. Und ich weiß das, ich war auch mal in so einer Gruppe, habe da mich aber wieder davon entfernt, weil das alles nicht für mich stimmig war. Aber da wurden tatsächlich in den Channelings die Menschen aufgefordert, Gelübde abzulegen, Versprechungen zu machen und immer wieder zu betonen, dass sie damit einverstanden sind, was da gemacht wurde. Und das war für mich nicht stimmig. Das ist also so eine, wenn du in Trance bist, ist ja deine Seele und dein Unterbewusstsein ganz anders zugänglich, als wenn du jetzt so mir zuhörst, ne, im normalen Zustand. Und wenn du dann da ein Gelübde ablegst, du weißt es ja vorher gar nicht, dass es kommt, dann ist das schon sehr gefährlich. Also man sollte da tatsächlich mal aufhorchen und wachsam sein, was wird da mit mir gemacht? Jetzt zum Beispiel nehmen wir mal Luzifer. Luzifer steht für das Böse, für den Teufel. Jetzt gibt es Medien, die geben Luzifer einen anderen Namen, machen Rituale, um Luzifer die Kraft zu geben, um Luzifer zu holen, zu integrieren, also ihn gleichzustellen mit dem Lichtvollen. Da kann ich nur sagen, hallo, was stimmt denn hier nicht? Warum glauben da so viele Menschen daran? Warum nehmen sie das alles an? Wie kann ich denn das Böse reinlassen in mein Leben und sagen, ach ja, du bist ja gut, nur weil er einen anderen Namen trägt und weil man ihn lichtvoll kleidet vielleicht oder er sich tarnt durch eine lichtvolle Kleidung.
Da sind Versuchungen des Bösen, die ganz offensichtlich geschehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Vaterunser denke, das Vaterunser hat sicher Worte, die vielleicht jetzt nach vielen, vielen Jahren nicht mehr ganz so stimmig sind. Aber grundlegend ist das Vaterunser ja in einer Absicht entstanden, die zu Gott führt, in einer tiefen Absicht der Liebe mit Gott zu sprechen. Und dann kann es doch nicht sein, dass man einfach sagt, dieses Vaterunser ist schlecht. Man kreiert ein neues Vaterunser, sozusagen ein gechanneltes. Und das wäre dann das neue Vaterunser und alle sollen jetzt nur noch daran glauben. Wenn ich da so für mich innen drin überlege, das Vaterunser, was wir kennen, das ist, wenn ich es ausspreche, in der tiefsten Liebe, in der tiefsten Absicht zu Gott, dann ist das der Weg, der lichtvolle Weg. Dann hat dieses Vaterunser eine lichtvolle Bedeutung. Die Dinge haben immer die Bedeutung, die wir ihnen geben. Also wenn meine Absicht lichtvoll ist, dann ist alles in Ordnung. Aber dann kann ich doch nicht sagen, dieses Vaterunser ist auf einmal schlecht und ich nehme ein anderes, nur weil das angeblich gechannelt ist. Wer weiß, wo es abgeschrieben wurde. Ich bin heute sehr direkt. Ich bin heute da, um euch aufzuwecken. Ja, also überlegt euch mal. Am schlimmsten finde ich, wenn abgeschrieben wird und das und da vielleicht dann noch Elemente drin sind, die einen satanistischen Hintergrund tragen und dann das so in ein lichtvolles Kleid umhüllt wird. Aber der Ursprung, das die Basis von allem ist, ist wirklich böse. Das muss man mal so sagen. Und ich bitte euch, überdenkt wirklich ganz genau, was gesagt wird, ob es eurem Herzen, eurer Liebe entspricht. Ob ihr wirklich fühlt, dass es richtig ist oder ob ihr einfach nur das glaubt, was jemand erzählt, weil da jemand ist, der sagt, das ist jetzt nicht mehr gut, dafür gibt es was anderes, was Neues, das ist besser. Es gibt viele Medien und man sollte bei jedem wirklich für sich gucken, was ist lichtvoll. Es entsteht durch diese Channelings, wenn du in Trance bist, muss man aufpassen, dass da keine Hörigkeit entsteht, gerade indem man so Gelübde ablegt. Das ist ganz gefährlich. Also ich warne davor. Wenn man jetzt nochmal überlegt, Lady Gaia ist doch auch ein Wort, was wir alle schon lange kennen. Und für mich ist es total wundervoll, positiv, mit Liebe aufgeladen. Jetzt frage ich euch, ja, warum muss man denn jetzt Lady Gaia einen anderen Namen geben? Aus welchem Grund? Muss man das verschleiern? Hat man da vielleicht auch eine negative Absicht dabei? Hinterfragt alles. Hinterfragt bitte alles. Überlegt euch, warum das so ist, warum das so sein könnte und ob ihr euch damit wohlfühlt. Und überlegt euch auch, ob ihr nicht vielleicht einem unbewussten Mind Control unterlegen seid, was man gar nicht so merkt. Das gehört alles für mich zum Erwachen dazu. Dann hat auch jemand gefragt, ist Kartenlegen schlecht? Ist Kartenlegen lichtvoll oder nicht lichtvoll? Da kann ich dir sagen, sobald deine Absicht positiv ist und in Liebe geschieht, in der Zuwendung zu Gott, dann ist es lichtvoll. Sobald du aber mit dem Kartenlegen etwas Negatives, eine Beeinflussung beabsichtigst, ja, also wenn du dich, wenn du die Person vielleicht beeinflussen möchtest, dass sie irgendwas tut oder was bei dir kauft oder sonst wo, dann ist es natürlich nicht so lichtvoll. Und das ist immer
die Einstellung, die Intention, die Tension, die du hast. Und das fühlt man aber bei den Menschen, wenn man jetzt sich irgendwo Karten legen lässt und je nachdem, wie der Mensch mit diesen Karten umgeht, wie er mit dir spricht, weißt du ganz genau, ist es lichtvoll oder nicht. Ich habe da ein Beispiel. Ich war mal auf einer Esoterikmesse, schon ewig lange her. Damals hatte ich mich noch nicht als Medium geoutet sozusagen. Und da kam eine Frau auf dem Gang zu mir ganz aufgeregt. Oh, ich habe eine Botschaft für dich und du musst unbedingt zu mir kommen und es ist ganz wichtig für dich. Und da habe ich im ersten Moment gedacht, oh Gott, was will denn die jetzt, was ist denn los? Bin weitergegangen. Dann ließ mich das aber die ganze Zeit nicht mehr los und ich habe immer diesen Gedanken, etwas Wichtiges. Und dann bin ich tatsächlich nochmal hin und zu dieser Frau rein und die hat mir dann die Karten gelegt, aber die Intention von ihr, die war nicht echt. Ich habe das richtig gespürt und fand das dann auch alles Nonsens, was sie mir erzählt hat. Und sie wollte eigentlich nur Geld verdienen. Sie wollte nur unbedingt, dass jemand eben zu ihr kommt wegen dieser wichtigen Botschaft. Dabei war das ja für sie selbst die wichtige Botschaft, um eben da 80 D-Mark damals zu verlangen. Also das ist, man kommt schnell in Versuchung und da gilt es wirklich auch nochmal innezuhalten und nachzufragen, ist es wirklich lichtvoll oder unterliege ich einer Mind Control? Jetzt, was können wir denn tun? Weil es geht ja auch darum, wie können wir das Lichtvolle erkennen? Was können wir Lichtarbeiter tun, damit auch das Lichtvolle wirklich ja, auf der Erde ist und auch als solches erkannt wird und die Menschen erreicht. Ganz wichtig ist die Recherche, dass du überprüfst, was du hörst, dass du nicht einfach alles glaubst. Wenn dir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das Gabelprinzip kennt, wenn dir zum Beispiel jemand, und die Absicht ist wichtig, also wenn dir jemand eine Gabel gibt, dann kannst du zwei Dinge mit der Gabel tun. Kannst mehrere Dinge tun, aber ich nehme jetzt mal zwei gegensätzliche Dinge. Du kannst jemand die Augen ausstechen, aber du kannst auch damit essen mit der Gabel. Je nachdem, wie du mit den Dingen umgehst, was du für eine Absicht hast. Und das gilt es zu erkennen, ob die Absicht wirklich rein ist. Und Gott, das kann ich dir sagen, Gott erkennt das Licht. Und er kennt deine Absicht und er wird dich mit Liebe überschütten. Das heißt also, wenn du etwas tust in einer tiefen Absicht der Liebe, dann ist dies lichtvoll. Und nur dann ist es lichtvoll. Und das wird erkannt. Und dann bist du über das Liebesband mit Gott verbunden. Automatisch. Dieses Liebesband trägt jeder Mensch in uns. Und das, auf das sollten wir achten. Das ist das Allerwichtigste für mich jedenfalls. Wenn ich fühle, dass bei einem Menschen das Liebesband aktiv ist. Ich bin ja hellsichtig, ich kann das erkennen. Und dann weiß ich genau, alles ist gut. Und ihr könnt das auch erkennen. Es ist einfach dieses tiefe Gefühl der Liebe, dieses Strahlen und die Ehrlichkeit. Also alles, was lichtvoll ist, ist einfach. Es braucht keine anderen Namen. Es braucht keine Beifügungen wie Tempel. In diesem Tempel wirst du jemand treffen. Der Tempel, der ist hier bei dir, in deinem Herzen. Das ist der Tempel der Liebe. Da wirst du alles finden, nicht irgendwo. Ja, oder wenn jemand sagt, du bist auserwählt, du gehörst dazu und nur du und so. Nur du wirst Jesus treffen, wenn du in diesen Tempel gehst. Also hallo, das kann nicht sein. Oder dass man sagt, es gibt gewisse Stätten, wo der Aufstieg dann stattfindet und nur du hast Zugang. Das ist alles anzuzweifeln.
alles anzuzweifeln. Also die Aufgabe von uns erwachten Menschen ist die, alles zu überprüfen, ist die, sich zu belesen und Klarheit zu bekommen, Klarheit, um lichtvolles Handeln zu erkennen. Das ist unsere Aufgabe und ich denke, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen helfen konnte und euch aufmerksam machen konnte auf alles, was so geschehen kann und dass man tatsächlich nicht alles einfach so glauben kann, was einem gesagt wird. Zum Beispiel das Wort Amen. Das ist ein Wort, was ganz viel Liebe trägt. Das ist ein lichtvolles Wort. Und lasst euch die lichtvollen Dinge nicht schlecht machen. Fühlt mit eurem Herzen und dann seid ihr auf der richtigen Seite. Gerade jetzt in der aktuellen Zeit ist es so wichtig. Es geschieht nicht nur im Esoterik- oder spirituellen Bereich Mind Control. Es geschieht auch gerade in der aktuellen Situation durch die Angst. Und das ist alles die negative Seite, die Beeinflussung der negativen Seite. Ja, und jetzt werden wir zusammen eine intensive Meditation machen, um Klarheit zu bekommen, um unser Licht zu stärken und unsere Gemeinschaft, ja, auch zu stärken. Wir werden uns Gott zuwenden, denn das ist der einzige Weg, der einzige lichtvolle Weg, der dich immer schützt, der dich, deine Liebe, deine Seele, dein Licht spüren lässt, deine Zugehörigkeit. Und wenn das irgendwo fehlt, dann solltet ihr schon mal nachfragen, dann ist wirklich Vorsicht geboten. Ja, ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken dafür, dass ihr immer hier seid, dass wir zusammen so eine schöne, lichtvolle Gemeinschaft bilden und gerade auch bei dem Engelradio, was ja, auf, wenn ihr aufs Marana-Kanal geht, dann ist gleich oben als allererstes seht ihr das Engelradio. Wir haben dort 11 Frequenzen, die wirklich 24 Stunden, 7 Tage laufen. Und diese 11 Frequenzen, die lassen einfach das Licht auf die Erde fließen. Und es tut sehr gut, sich dort auch ja, mit den Menschen zu verbinden, mit den Tönen zu verbinden. Du kannst diese Musik einfach so im Hintergrund jeden Tag laufen lassen. Es geschieht dann automatisch in deinem Heim, in deinem Zuhause, dass sich das Licht ausdehnt. Und dann wollte ich euch noch sagen, wir haben ja im Juni, am 11., 12. und 13. Juni, das spirituelle Treffen in Marburg, wo ich auch persönlich anwesend sein werde. Und ich freue mich schon sehr darauf, dich zu treffen, wenn du Interesse hast. Ich verlinke es oben und unten. Ihr könnt einfach mal schauen, ob ihr dabei sein könnt, ob es passt. Und natürlich könnt ihr mich auch auf Telegram besuchen, denn auf Telegram habt ihr auch noch mal ganz viele schöne Tagesbotschaften. Es ist auch ja ganz, ganz viel Licht dort zu spüren. Fühlt hinein, ob es euch gefällt. Prüft es einfach mal und dann seid ihr dabei. Ja, ihr Lieben, dann werde ich mich jetzt schon mal einsprühen. Ach so, und wir haben auch noch für Kanalmitglieder ja diese Ausbildungen. Da fängt jetzt am 1. Juni die Ausbildung zum Akasha-Heiler an. Und das sind auch Geschenke für euch. Schön, dass ihr da seid. Die Energie beginnt schon, mich ruhiger werden zu lassen. Ich nehme mal noch ein bisschen Smarana, um die Nähe Gottes noch intensiver zu fühlen. Und ich wünsche euch gleich ganz viel Freude mit der Meditation. Und wenn es passt, werde ich danach noch was sagen. Also wir werden sehen, was jetzt gleich geschieht. Smarana.
Ich bitte um die Energie des Schutzes für meinen Kanal und für alle Menschen, welche diese Botschaft hören. Und so verbinde ich mich jetzt mit meiner Seele, mit der tiefen Weisheit meiner Seele und tauche ein in die Smarana-Felder der Liebe. Geliebtes Menschenkind, geliebter Mensch, schön, dass du heute hier bist. Atme in einem Rhythmus, welcher dir gut tut, und spüre, wie dich das Licht aus Gottes Liebe umgibt, und atme dieses Licht ein, um dich ganz mit Gottes Liebe zu verbinden. Denn es ist Gottes Liebe, welche immer bei dir ist. Es ist Gottes Liebe, durch welche du entstanden bist. Und es ist Gottes Liebe, welche dich schützt. Und so rufe ich die Energien der Klarheit. Und in diesem Moment fließt die Energie der Klarheit auf die Erde zu dir. Es entsteht ein reiner Raum. Und bevor wir diesen reinen Raum betreten, bitte ich um Reinigung für deine Gedanken, um Reinigung für deine Emotionen, ich bitte dich einfach, dies zuzulassen. Denn je reiner du bist, je freier du bist von negativen Belastungen, von Zweifeln oder Sorgen, umso tiefer kann die Klarheit sein, welche du bekommen wirst. So fließt nun reinigende Energie durch dich hindurch. Und überall da, wo Platz geworden ist, wo Verunreinigungen entfernt wurden, überall da fließt Licht in dich hinein. Und dieses Licht, das dehnt dich aus. Dieses Licht trägt dich nun in die Energie der Klarheit hinein. Spüre nun, wie dich Klarheit umgibt und öffne deinen Geist und lasse diese Klarheit eintreten. Es ist die Klarheit der Liebe, die Klarheit des Vertrauens, die Klarheit des Wissens, die Klarheit, welche dir Kraft gibt, deinen Weg zu gehen,
zu erkennen, was lichtvoll ist und den lichtvollen Weg zu gehen. Diese Klarheit dehnt sich in dir aus. Und spüre nun, wie sich deine Aura erhellt, wie deine Aura klarer wird, wie dein ganzes energetisches System zu leuchten beginnt. Denn in diesem Moment überschüttet dich Gott mit seiner Liebe. Er überschüttet dich mit dem Licht der Liebe. Und du spürst ganz tief in deinem Herzen dein Liebesband, deine Zugehörigkeit zu allem, was ist, deine Zugehörigkeit zu dem Lichtvollen, zu dem strahlenden Licht der vollkommenen Liebe Gottes. Dieses Licht der Klarheit, dieses trägst du nun in dir. Nähre es mit deiner Liebe und mit der Zuwendung zu Gott. Denn es wird dich führen und erkennen lassen, wo das Licht von Gottes Liebe leuchtet. Es wird deine Absicht erhellen und deinen Seelenweg auf der Erde beleuchten. So danke ich dir aus der Tiefe meines Herzens, dass du heute hier warst, und verneige mich voller Achtsamkeit vor deinem Licht und voller Achtsamkeit vor Gottes Liebe und Größe und Stärke. Dann komme langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Es gibt eine schöne Meditation von unserem Partnerkanal Smarana Energetik. Dort hat Paul das Vaterunser in einer Meditation gesprochen. Wer das gerne mal erleben möchte, der darf unter dem Video schauen, da steht der Link. Das sollte ich euch noch sagen. Ansonsten ist eigentlich fast gar nichts mehr zu sagen, denn das Lichtvolle ist so intensiv spürbar. Ich denke, es geht euch auch so. Und wenn ihr noch etwas dazufügen möchtet, zu dem, was ich gesagt habe, oder wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne unten in den Chat. Ich lese es alles und ich danke euch auch für eure Aufmerksamkeit. Ich habe euch sehr lieb und ich wünsche euch alles Liebe. Ein Küsschen. Bis dann. Somebody.